frage mich nur gerade, was ist jetzt der richtige Weg? Da unten bestimmt nicht. Oder doch? Ich probiere es einfach mal aus. Nein, nein, aua, aua, ah, shit. Hier muss irgendwo noch ein Felsen sein. Ich habe schon überlegt, so ein Felsen mit hochnehmen. Ich habe da so eine Vermutung wieder mal, dass das hier auch noch umkippen muss. Eventuell müsst ihr da gar nicht hoch. Hier geht ziemlich hoch. Ist aber kritisch und rutschig. Aua. Danke. Man kommt hier kaum hoch. Alter. Nein. Ah. Mist. Nur noch nicht den Weg gefunden, wo wir lang müssen. Also, wo man hier letzten Endes die Ecke hochkommt. Nein, nein, nicht runterfallen. Schaff das, Hund. Aua. Wo ist denn Ski eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe sie nicht. Und ich plapper mich zu Tode und hab's Mikro aus. Ich wollte gerade sagen, ich höre sie doch nicht. Nein! Aua. Ich bin auf der anderen Seite oben, auf dem Felsen. Wie? Ja, wie? Warum bist du da? Weil ich da hochgelaufen bin, ganz leicht. Da, wo wir hochlaufen versuchen. Ja, da. Wo muss man hier hinspringen? Links oder rechts? Ich glaube, wo wir rauskamen da, aber ich weiß hier nicht weiter, ob ich da jetzt auf den Felsen muss oder. Ah, Scheiße! Ah, Felsen fällt! Ah! Ich lebe doch. Ach, Scheiße, jetzt bin ich bestimmt da, wo du bist. Sonst Barsch. Ach, da bist du. Ich sehe dich. Also ich, hier geht's auf jeden Fall. Da wollte ich hin, rüberspringen, aber da ist der Felsen. Jetzt versuche ich mit Trick 17 mit ein bisschen Schaukeln, wenn das klappt. Das ist schwierig. Wie zur Hölle soll man hier bitte hochkommen? Autsch. Und was ist da für ein Felsen umgefallen? Ja, das war ich. Guck mal, Benny. Warte mal. Nee. Irgendwo war es hier hoch. Ich bin das jetzt nur.
Also hier geht's auf jeden Fall nicht hoch. Vielleicht habe ich das jetzt da, hier. Hier bist du hoch? Ja, hier, komm. Gut. Alter, hier ist ein einfacher Weg. Das sag ich doch. Nur das Problem ist ja jetzt, hier wegzukommen. Weil der Felsen jetzt weg ist. Ja, also ist das schon mal nicht der richtige Weg. Hallo da unten, wie ist die Luft? Sag mal, können wir den Felsen hier auch noch umschmeißen? Irgendwo kann man noch mal was umschmeißen. Hier, den hier auf jeden Fall noch. Welche? Ich sehe dich nicht mehr. Den da. Scheiße. Ich glaube, dafür brauchen wir den Stein. Der bewegt sich nicht. Und der liegt hier, der Stein. Ja, ich habe auch eben einen Stein gesehen, wo ich doch. Aber ich wollte ihn nicht bewegen. Ich bin nicht rausgefallen. Es ist halt einfach mega verwirrend, weil man nicht weiß, wo lang. Ja, okay, das hat schon mal nichts gebracht mit dem Stein. Der klemmt dir jetzt fest. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass man das Ding hier auch noch umkippen muss, damit man überhaupt rüberkommt. Ein bisschen Holz runter. Ja, ist nur die Frage, wie. Aus dem Felsen. Kann man ja gar nicht hochheben. Kein Blassen. Irgendwie muss man doch diesen Stein hier auch hochkriegen, oder? Bewegt sich nicht ein Millimeter mehr. Shit. Ja, das habe ich auch schon probiert mit Überlauf. Wir müssen von der anderen Seite kommen. Hier liegt jetzt der Felsen im Weg. Ich sehe im Moment auch nur noch den Schatten von meiner Figur, weil ich mich ständig in irgendwelchen Ecken aufhalte. So kriege ich ihn fast gezogen. Wo kriegst du wen gezogen? Den Stein. Ach so. Langsam aber sicher komme ich immer weiter hoch. Also ich bin auf dem mittleren Stein. Und wenn ich da jetzt drauf hüpfe, fällt er bestimmt um. Ja, mach mal. Wenn ich den erwischte. Ja. Bingo. Umgefallen. Ja, super. Dann können wir doch einfach rübergehen. Ja. Ach nee, ich sehe was, was ihr nicht seht. Ja, ein Katapult, das habe ich schon gesehen. Scheiße. Das habe ich von oben schon gesehen. Oh. Aber vorher hau ich Stonehenge um. Da, wo du die Steine weggetragen hast, da kommst du hoch. So. Ein jahrtausendalte Denkmal. Das fliegt jetzt um. Tschüss. Es bewegt sich nicht ein Millimeter. Na toll. Runtergefallen. Ich. Ja, weil du runtergefallen bist. Ich bräuchte hier mal Hilfe. Wo bist du?
Hier oben. Da oben irgendwo ist er. Stonehenge. Aber. Hinter dir. Ah, Hier. scheiße. Ich bin auch runtergeflogen. Ich möchte das gerne umwerfen, bevor wir hier abhauen. Ich komme. Das rührt sich aber auch nicht ein Millimeter. Das geht wahrscheinlich auch gar nicht. Dann weine ich. Alter Schwede, wir sind auf jeden Fall weiter als beim letzten Mal. Noch nicht viel, aber ein Knackpunkt auf jeden Fall geschafft. So, jetzt hier irgendwo dran rumrütteln. Will nicht, ne? Ich habe eine Idee. Mit dem Katapult dagegen schießen. Das hier sind aber gar keine Steine. Sich selbst mit dem Katapult dagegen schießen. Ich stehe schon drinne. Aber ich kann das Ding ja nicht bedienen. Jetzt alle Zuschauer. Das wird schon jemand sehen, glaub's mir. Irgendwer guckt zu, bestimmt. Ja, spätestens auf YouTube. Kannst du dir die Wiederholung dann angucken. Sie ist schon geil intakt. Hey, ich hab mir ja die Wiederholung angeguckt. Ich habe mich noch mal so Ja. angepisst vor Ich glaube, das Lachen. fällt nicht um. Das ärgert mich aber. So, Schier, gute Reise, würde ich sagen. Ja, ich weiß keine Ahnung, wo ich Tschüss. hin muss. Gegen die Wand. Na toll. Na scheiße, ich war noch gar nicht bereit. Ich hätte bestimmt ans Tor müssen. möglich, ja. Da ist es doch schon. Ja, ich habe mich anhängen lassen. Du hast Ja. dich hängen lassen. Ja, ach Mann. Müssen wir uns jetzt hier durchschießen? Oder wie? Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall danach aus, als wenn wir uns hier durchschießen müssen irgendwie. Ja, toll, supi. Wie soll denn das funktionieren? Weiß ich nicht. Abzug ziehen und gucken. Kann ich doch abhaken. Da ist der Ausgang Kann auf die jeden Fall. Kugel bereit. Und Feuer! tschüss. Das war's schon mal nicht. Oh. Das Loch in dem Schiffer ist doch bestimmt cool, oder? Das könnte jetzt vielleicht passen. Und dann mit nicht ganz so viel Schwung, eventuell. Da hinten hängt ein Schild, Notausgang. Ja, Ja, hab da ist dann ich. der Ausgang. Das ist schon geil gemacht. So. Kommt man jetzt noch in den Korb? Kann mal einer einen Abzug ziehen für mich, bitte? Soll ich mit dem Katapult noch weiter nach hinten? Nee, ich glaube, das passt schon so. Ich habe es ausgerichtet und jetzt nicht ganz so doll gespannt, dass ich vielleicht nicht so weit fliege. Okay. Hebel nach oben auslösen. Ja, fast. Fast. Bisschen mehr Schwung. Dann könnte man da tatsächlich reinfliegen. Also doch voll aufspannen, würde ich sagen. Warst du zu hoch oder zu tief? Zu niedrig. Okay.
So. Wer will? Zu zweit? Boah. Zu zweit klappt doch bestimmt nicht. Aber vielleicht schafft es ja einer durch wenigstens. Richtig. Können auch zu dritt versuchen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, schieb mich! Ich glaube, zu dritt Also, passen wir nicht viel rein. Spaß. Ja. Immer noch nicht. Scheiße, nee, das war zu niedrig. So geil. So. Das ist cool. Ich hab's mal ein Stück rangezogen, dass es jetzt vielleicht passt. So, je nachdem, was nachher da kommt, werde ich mich mal ausloggen. Ja. Hier. Schade. Warum? So. Weiß ich, es hat Spaß gemacht. Ja, ihr könnt ja weitermachen, ihr zwei. Oh. Ich block mich ja nur aus dem Das Spiel aus. war jetzt zu hoch. Wenn du unten hängen bleibst und dich dann loslässt, kannst du dich beim Fallen wieder festhalten? Theoretisch ja, wenn es trifft. Und weißt du, was ich meine? Ja. Das wäre auch die Idee, oder? Die So. Frage ist, ob das überhaupt geht. Jetzt wieder mit weniger Anschwung. Aber so kann, ja, so kann ich selber den Hebel wieder nicht lösen. Das kann, ja. Okay. Alter, das sieht gut aus. Knapp drüber, ganz knapp. Lass los und halte dich wieder fest. Drin. Ja, das müsst ihr so machen. Euch langsam runterhangeln, quasi eine Hand loslassen, die runterbaumeln lassen, mit der festhalten, dass ihr langsam runterkommt. Aber ich gehe jetzt einfach ins Ziel. Ja, geh mal ins Tier, wir werden Oh. umgebracht. Pfiuh. Wer ist er denn hier schon wieder? Geschwister, schmeiß den mal weg. Mondmännchen. Wir ertränken ihn. Isaac Gesundheit. Der kann bestimmt gut schreiben. So, wir müssen Boot fahren. Das wird lustig. Habe ich ja lange nicht mehr gemacht in Adler. Tschüss. Warum fährst du jetzt ohne Weil das Horn? einfach losgefahren ist, als ich hier eingestiegen Wo bin. müssen wir hin? Zum Fluss. Genau, und dann versuche ich euch mal mit dem Floß abzuholen. Okay, so lange können wir nicht. Okay. Ich würde auf dem Boden das auf dem Grund laufen. Ich wollte ja nur einsteigen und dann ist das einfach losgefahren. Jetzt muss ich hier auch noch rudern. Wie dumm ist das denn? Alleine. So, hier ist das Floß. Das kann ich jetzt vielleicht ja schon wieder ein bisschen steuern. Halt, 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 halt. Und wer pustet? Du drehst das Segel in den Wind, ich lenke. Wo ist Schier? Ach, jetzt liegt Schier auch da vorne. Jawohl. So, auf geht's. Segel in Wind. Wir müssen, glaube ich, zu dem Motorboot. Oder?
weiter zu dir, oder? Wobei das Motorboot kriegen wir, glaube ich, gar nicht ins Wasser. Sieht aber schick aus. Auf jeden Fall haben wir gerade Wind im Segel. Wir kommen nämlich hier nicht weiter. Voller Körpereinsatz. Ja, wir sind am Strand. So, kriegen wir das olle Boot? Oh ja. Ich weiß, was die von uns wollen. Vermute ich zumindest, was sie von uns wollen. Oh ja. Entweder vors Boot und das Boot drüber rollen oder das damit reinhebeln. Und du auf der anderen Seite vorne, oder? Ja. Bewegt sich? Nee, ne? Wobei die aber auch eckig sind. Eigentlich ist das ja. Ja. Musste nur ordentlich drunter. Alle rein, bevor es im Wasser ist. Ich stoppe. Alle drin? Ich bin drin. Shia hängt schon am Motor. Ich springe. Okay. Wer hat einen Schlüssel? Geht so. Polnisch. Genau. Alter. Wie geil ist das denn? Also ich kenne das halt schon, weil ich es schon im Video gesehen habe, aber es ist, dennoch kann ich mich nicht mehr an alles erinnern. Wir müssen jetzt, glaube ich, auf das große Schiff, weil das brauchen wir auch. Dann geht's nach Madagaskar. Chia, ich muss mal lenken. Oder, ja, genau, so. Alle Mann auf den Stein. Abgesoffen. Glück. Und vom Stein aus genau schick darüber springen. Also das war gerade episch. Ich habe echt gedacht, ich bin am Ertrinken. So. Ich mach den Kapitän. Yay. Wobei eigentlich kann das auch mal einer von euch machen. Ich reiß die Hebel nämlich wieder ab. Der geht gar nicht automatisch zurück. Wir drehen uns jetzt im Kreis. Wir brauchen auf jeden Fall zwei Mann zum Steuern. Ich bin noch am Anfang. Ich bin. Ich kann euch ein bisschen helfen, dass das näher an den Dings kommt. Jetzt muss ich das nur wieder stoppen. So. Wie sieht's aus? Sind wir näher am Steg dran? Wir fahren hier. Das ist nicht gut. So?
uns. Hier ist uns einer abhandengekommen, der hängt dann auf dem Stein. Du musst ja, die auch wieder anhalten, ne? Sonst kommt ja, der hier nicht. Ich versuch's doch. Das geht nur nach vorne oder nach hinten, der Hebel. Das geht auch in die Mitte. Ja, bei mir nicht. Bist zu grob. Guck. Ihr könnt einfach nach vorne fahren. Hinten ist das nicht so hoch, das Schiff. Sehe das auch. Dankeschön. Ich fall wieder runter. Also, ich weiß nicht, wie die Position aussieht. Jetzt müssten wir eigentlich locker mehr rankommen. Oder? Alter Schwede. Oder auch nicht. Nein! Aua. Abgesoffen. Irgendwie haut das immer weiter ab, anstatt näher ranzukommen, ne? Ja. Wir machen das anders. Wir fahren mit dem Motorboot rüber. Im Schiff. Ich hänge am Schiff unter Wasser. Scheiße. Jetzt falle ich vom Stein runter. Auch geil. Oh oh. Ja, das ist ganz besonders scheiße. Was kann ich denn dafür jetzt, dass ich runtergefallen bin? Wer steht ins Motorboot? Ich komme auch nicht mehr auf dem Stein drauf. Ich falle nur noch runter. Ja, ich auch. Jetzt sind wir da. Aber jetzt sind beide Boote weg. Wir sind gestrandet, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir sind weiter. Kontrollpunkt neu laden. Sollte helfen. Jetzt ist das Schiff wenigstens noch da. So. Ich habe mir meinen Arm wieder ausgerenkt beim Runterfallen. So, auf geht's. Also das zu dem Thema. Welches Thema? Dass ich das Boot steuere. So, guck mal, jetzt bleibt das Ding da sogar ein bisschen stehen. So, okay. So. Geht auf. Jetzt sind wir endlich drauf. Juhu, jetzt können wir Schiff fahren. Wo wollen wir hin? Asien? Madagaskar. Madagaskar, okay. Wer steuert mit? Mit zwei Mann wäre das, glaube ich, schon praktisch. Ich suche doch den Weg zur Brücke. Ich bin darauf zur Treppe. So, erstmal volle Kraft nach rechts voraus. Solange können wir hier mal nach hinten ziehen. Damit sich das alte Ding auch dreht. So, Hebel rechts nach vorne. Genau, damit war jetzt Vollgas, volle Fahrt voraus. Du musst nach vorne Gas geben. Du bist, glaube ich, neutral. Nee, ja, ja. Sterbe ich daneben hin. Alles klar, so. Jetzt wird's aber nebelig da. Wir sehen den Hafen nicht mehr. Ja, ja. Oh, oh. Jetzt fahren wir auch.
Wissen wir auch wohin? Ja, da zwischen dem Leuchtturm und dem Dock.